Seid gegrüßt, Sternenbürger! Hier ist wieder das Star Citizen News Radio, euer Hyperraumsender für den deutschsprachigen Teil dieser Galaxie. Wir wollen euch auch heute wieder mit News, Fakten und Fiktion rund um Star Citizen und Squadron 42 versorgen. Und wir sind Mira Luna und Stardust. Vielen Dank für euer Interesse an unserer letzten Folge in Form von Mails und die vielen Klicks auf unserem YouTube-Channel. Ihr seid wirklich eine super Community. Unser besonderer Dank geht an Game Together. Ihr findet sie unter www.game2gather.de und an das Star Citizen HQ. Ihr findet es unter www.star-citizens.de und an das Star Citizen Wiki. Ihr findet es unter www.starcitizen-wiki.de. An Space Infect. Ihr findet sie unter www.clans.de/space-infect und an The Trust. Ihr findet sie unter www.the-trust.de. Vielen Dank fürs Verlinken. Wenn uns noch jemand verlinken möchte, würden wir uns sehr darüber freuen. Und natürlich werdet ihr auch bei uns erwähnt. Wir wollen euch auch noch auf unsere Homepage hinweisen. Hier findet ihr täglich die aktuellsten News zu Star Citizen und Squadron 42. Auch wollen wir euch dort Inhalte bereitstellen, die es leider aus Platzgründen nicht in die Show geschafft haben. Gebt einfach www.star-citizen-news-radio.de ein und dort findet ihr uns. Natürlich bekommt ihr die aktuellsten Infos wie immer auch auf Facebook unter Star Citizen News Radio. Und jetzt kommen, wie wir bereits in der letzten Folge angekündigt haben, ein paar Grußworte an die deutsche Community direkt aus L.A. Und wir gehen davon aus, dass ihr sie kennt. Aber lassen wir sie sich selbst vorstellen. Hallo, ich bin Chris Roberts. Und ich bin Sandy Gardner. Wir möchten uns bei der deutschen Community für den Support for Star Citizen bedanken. Die aktuellsten Informationen rund um Star Citizen und Squadron 42 findet ihr bei Mera Luna und Stardust auf starcitizennewsradio.de. See you in the verse. Vielen Dank euch beiden. Ja, danke euch beiden. Und ihr da draußen wisst jetzt, wo es die aktuellsten News rund um Star Citizen gibt, oder? Natürlich bei uns. So ist das. Gut, dann lasst uns beginnen. Und wir machen jetzt mit dem 27 Millionen Dollar Stretch Goal weiter. Wieder mal sehr schnell erreicht. Das wird ja fast schon zur wöchentlichen Institution, der Letter from the Chairman, ne? Okay, zuerst die Xian und dann die Banu. Ihr Bäcker macht eine deutliche Erweiterung des Spielerlebnisses möglich. Und hier ist das Stretch Goal, das ihr mit dem 27 Millionen Dollar freigeschaltet habt. Banu Merchantman freigeschaltet. Banu-Händler sind für ihre Tapferkeit und Geschäftstüchtigkeit bekannt. Sie reisen auf den Raumstraßen umher und treiben mit jedem Handel, egal ob es Menschen oder Banduls sind. Ihr robustes Handelsschiff kann man für alle Arten von Transporten verwenden und es wird manchmal von Generation zu Generation weiter vererbt. Mit dem 23 Millionen Dollar Ziel haben wir die Ressourcen dafür bekommen, die Xian-Schiffe zu entwickeln und sie zu einem einzigartigen Spielerlebnis zu machen. Mit dem 27 Millionen Ziel machen wir genau dasselbe mit den Banu. Wir wollen mit dem Handelsschiff beginnen. Das Designteam wird die fremdartige Banu-Technologie entwickeln und euch das Spieluniversum komplett anders erleben lassen. Wir sind gespannt und freuen uns darauf, die Banu-Raumfahrtsysteme zu entwickeln. Beobachtet den Comlink weiter, um zu sehen, wie wir eine ausgeprägte Erfahrung daraus machen, ein nicht-menschliches Schiff zu fliegen. Und da wir dieses Ziel vor dem 26. November erreicht haben, wird der Banu Merchantman eines der Schiffe sein, das während des nächsten Verkaufs erhältlich ist. Und im Comlink erhaltet ihr rechtzeitig alle Informationen darüber. Und natürlich auf SCNR. Klar. Selbstverständlich. Nun, da wir die 27 Millionen Dollar erreicht haben, werden weiter Top-Entwickler zu weiteren Entwicklungen des Schiffes abgestellt. In der Zwischenzeit möchte ich euch eine Konzeptzeichnung von dem vorherigen Stretch Goal zeigen. Die erste Konzeptzeichnung eines Xian-Großkampfschiffes. Wir werden mit den 29 Millionen Dollar Stretch Goal mehr Ressourcen für das Singleplayer-Game Squadron 42 bereitstellen. Erin Roberts,
und die anderen Veteranen von Foundry 42 arbeiten hart am Spiel und ihr könnt darauf vertrauen, dass es großartig werden wird. Nun können wir ihnen zusätzliche Ressourcen für ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Verbessertes Missionsdesign für Squadron 42. Das Team von Foundry 42 hat große Pläne für Squadron 42 und wir stellen zusätzliche Mittel bereit, um es zu einem spirituellen Nachfolger von Wing Commander zu machen. Squadron 42 kann über alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, hinausgehen. Mit einer epischen Schlacht am Anfang anstatt von Trainingspatrouillen, inklusive dem Entern von Schiffen und packenden Weltraumkämpfen, wollen wir euch mitten in die Action hineinbringen. Mit den zusätzlichen Mitteln kann das Team ein erweitertes Missionsdesign, mehr Ressourcen für Animation und mehr Details realisieren. Die großen Publisher waren für lange Zeit nicht bereit gewesen, Geld in diese Art von PC-Spielen zu investieren. Wir werden ihnen beweisen, dass es sich lohnt. Und das alles wäre nicht möglich ohne die Unterstützung von euch Backern. Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr dieses Spiel möglich macht. Sagt Chris Roberts. Nun ist schon wieder Zeit für die Pressezusammenfassung. Star Citizen erreicht zwei weitere Meilensteine in den vergangenen zwei Wochen. Erst wurde das 26 Millionen Dollar und dann das 27 Millionen Dollar Stretch Goal erreicht. Und die Presse schreibt ihre Gedanken dazu. Hier sind einige der Highlights. Gamefront schreibt, bei diesem Tempo wird Chris Roberts und das Star Citizen Team bald die Mittel haben, um in ein paar Monaten ein richtiges Raumschiff zu erschaffen. Warcry, Star Citizen mag im Moment noch nicht fertig sein, aber es ist ein sehr wichtiger Messwert dafür, dass Space Sim Fans etwas Neues zum Spielen wollen. Escapist schreibt, gibt es irgendetwas, das Chris Roberts stoppen kann? Games on Net schreibt, Star Citizen scheint die Gabe zu haben, dass die Space Sim hungrigen Spieler Chris Roberts eine weitere Million in seine enthusiastische Kehle schieben. Diese Woche sprach Chris Roberts auf der CDC weiter über Crowdfunding und gab ein paar Tipps für diejenigen, die versuchen, eine Finanzierung ihrer eigenen Projekte auf diesen Weg auf die Beine zu stellen. Chris gab viele gute Ratschläge, einschließlich dem, dass man sehr viel mit seiner Community arbeiten sollte und eine eigene Webseite zum Geld sammeln und zum Anbieten von Upgrades und Vergünstigungen für die Fans anbieten soll. Gamasutra hat die Rede von Chris begleitet und sie am Dienstag veröffentlicht. Es geht nicht nur ums Geld sammeln. Das ist der Fehler, den viele Kampagnen machen. Das Beste am Crowdfunding ist, dass du deine Community sehr früh aufbauen kannst. Nathan Grayson von Rock Paper Shotgun verbrachte einige Zeit mit Chris nach seinem Vortrag auf der GDC und sie diskutierten über Neuigkeiten zu Squadron 42. Dies ist die Einzelspielerkampagne von Star Citizen, die als Teil des Spieles entwickelt wird. Chris geht auf ziemlich viele Details einschließlich des Umfangs und wo dieses Projekt entwickelt wird ein. Wenn es einen Artikel über uns gibt, dann gibt es immer eine Person, die sagt, das ist ein Betrug, sagte er. Die Freigabe der einzelnen Teile des Spiels und sie dann zu einem Spiel zusammenzufügen, ist ein bewusster Plan. Ich meine, ich mache ein wirklich großes Spiel. Wenn ihr die Leute fragt, was sie wollen, werden sie sagen, dass sie das bestmögliche Spiel haben wollen. Aber wenn ihr jetzt einen Blick auf Blizzard oder Valve oder Irrational oder Rockstar werft, könnt ihr sehen, dass diese Jungs auch Spiele machen, die die Menschen lieben. Aber dann gibt es auch immer die Menschen, die fragen, wo ist Half-Life 3? Diese Firmen sagen, es ist fertig, wenn es fertig ist. Wenn einige der Besten in der Branche nicht etwas in einem bestimmten Zeitplan ausführen können, sagt das eine Menge darüber aus, wie diese Sachen ausgearbeitet werden. Und die Links zu allen Artikeln findet ihr wie immer bei uns auf SCNR oder auf der RSI-Seite. Und nun freuen wir uns auf Travin mit dem Observist-Guide für Terra. Ja, Travin, leg los. The Observist Guide 2. Dein Reiseführer. Terra. Hey, Reisender. Du hast dich also entschieden, eine Reise zu machen. Das ist gut für dich. Im Universum gibt es Millionen von Sehenswürdigkeiten und das Team von The Observist ist für dich da, um sicherzustellen, dass du bestmögliche Reiseerlebnisse haben wirst. Für einige ist Terra das Leuchtfeuer der UII und das wahre Zentrum der Menschheit, für die anderen ist es nur ein schöner Ort, den man besuchen kann. Egal, zu welcher Gruppe ihr gehört,
Wir wollen euch Terra etwas genauer vorstellen. Wenn du noch nie auf Terra gewesen bist, und wir gehen davon aus, weil du unseren Reiseführer liest, hast du wirklich etwas verpasst. Wenn ihr durch die Atmosphäre stoßt und euch im Landeanflug auf Terra Prime befindet, wisst ihr sehr schnell, was wir damit meinen. Die atemberaubenden Wolkenkratzer von Terra Prime setzen den Standard für die moderne Architektur der Neuzeit. Aber wir sind nicht hier, um euch Terra aus der Luft zu beschreiben, das überlassen wir besser dem Galactic Guide. Was ihr hören wollt, sind die Fakten der Stadt. Terra Prime hat alle Landeplätze weit außerhalb der Stadt positioniert, um den Anflugverkehr aus dem Raum zu minimieren und den planetaren Flugverkehr besser steuern zu können. Die meisten Shops, in denen ihr Ausrüstung für euer Schiff kaufen könnt, sind direkt bei den Landeplätzen zu finden. Dort gibt es Upgrades, Waffen und Reparaturmöglichkeiten und ihr könnt euch sogar Hangars kaufen. Wenn dir die Namen Centermass, Omnibell und Hardpoint Guys etwas sagen, dann weißt du bereits, was du dort kaufen kannst. Wir empfehlen euch nun, euer Schiff zu verlassen und euch umzusehen. Nehmt eine Monorail in Richtung Stadtzentrum. Das Stadtzentrum. Wenn du im Stadtzentrum die Monorail verlässt, ist dein erster Eindruck, dass du nach oben sehen musst, um die Wolkenkratzer, die sich in den Himmel erstrecken, dir anzusehen. Aber du solltest diesen Impuls unterdrücken und dich unten umsehen. Der bronzefarbene Eckstein in der Nähe der Monorail Station ist sehr leicht zu übersehen. Er markiert die Stelle, an der das erste Gebäude stand, das im Jahr 2516 bei der Entdeckung von Terra gebaut wurde. Das City Center ist das Machtzentrum auf Terra. Hier ist der Sitz der Regierung und nicht wenige hoffen, dass eines Tages der UEE-Senat hier seinen neuen Platz finden wird. Natürlich kann man auch das Governors Council besuchen. Hier ist zwar alles sehr schön, aber wenn man sich nicht für Politik interessiert, wird einem wohl schnell langweilig. Wir möchten euch noch empfehlen, in der exklusiven Lounge mit Namen Turings Stop vorbeizuschauen. Der Besitzer, Corso Flynn, ist zwar ein ziemlich ungehobelter Bursche, aber wer darüber hinwegsehen kann, hat die Möglichkeit, hier gute Kontakte zu knüpfen. Wenn nicht, dann bekommt ihr hier wenigstens ein kaltes Getränk und könnt die schöne Aussicht genießen. Der Block. Wenn du eine Vorliebe für die raueren Seiten des Lebens hast, dann solltest du die Monorail wieder besteigen und bis zur letzten Station fahren. Hier ist es, wo die Massen leben. Hier findest du keine makellosen Straßen und Wolkenkratzer aus Glas, aber dafür findest du das wahre Leben. Der Block ist ein Arrangement aus dicht bewohnten und gut organisierten Wohnblöcken, in denen sich die rauere Seite des Lebens widerspiegelt. Zum Glück ist hier gleich Terra General in der Nähe. Wenn du Bergungsgut hast, kannst du es in Dumpers Depot loswerden. Aber der wirkliche Insider-Tipp hier ist die heruntergekommene Kneipe Bones. Der Besitzer ist eigentlich so gut wie immer hinter dem Tresen anzutreffen und selbst sein bester Kunde. Unsere Mitarbeiter haben schon Wetten laufen, um zu sehen, ob es möglich ist, ihn einmal nüchtern anzutreffen. Die Spezialität im Bones ist ein Höllengemisch aus Bowl mit dem Namen Kecho. Es sind Orte wie das Bones, die Terra Prime zu einem wirklichen Edelstein der UEE machen. Ich bin Travin von den Star Trader. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Travin, und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Travin. Bis dann. Und nun geht es weiter mit dem Interview mit Elijah McNeil. Elijah McNeil ist ein Konzeptzeichner von CIG und arbeitet an Star Citizen. Ihr habt wahrscheinlich schon Arbeiten von ihm hier auf der RSI-Seite oder im monatlichen Jumppoint-Magazin gesehen. Ihr könnt auf der RSI-Seite einige seiner Arbeiten bewundern. Wie bist du in die Spieleindustrie gekommen? Ich kam über einen gemeinsamen Freund,
der während meines Studiums mein Rigging-Instructor war, in Kontakt mit Chris Olivier. Das hier ist mein erstes Studio und ich habe hier schon vor meinem Abschluss beim Art Institute of Dallas gearbeitet. An welchen Projekten hast du bisher gearbeitet? Ich habe einige kleinere Arbeiten zu Transformers Prime, die Farbgebung für werbefördernde Kunst auf Pen 10 und mehrere Illustrationen für Skylanders Giants, nämlich Eyebrawl, Tree Rex, Stump Smash, die ich während meines Praktikums in meiner College-Ausbildung gemacht habe. Und was wirst du für CIG tun? Ich bin Konzeptzeichner. Ich bin seit Mitte Februar am Projekt beteiligt. Meine nennenswerten Beiträge sind die Gestaltung aller Hangars für den Release des Moduls, Gemälde von verschiedenen Sternensystemen und der Stil für die Xi'an-Flotte und noch einige große Umgebungsbilder. Auf was freust du dich am meisten in Star Citizen Squadron 42? Ich kann mich da auf nichts Bestimmtes festlegen. Das ganze Konzept des Spiels reizt mich und es hat ein großes Potenzial für das Visuelle. Ich wünschte, dass ich an allem mitarbeiten könnte. Und was spielst du gerade? Nichts, aber ich liebäugle mit Battlefield 4 und Killzone Shadowfall. Vielen Dank, Elijah. Und nun geht es weiter mit den Mousepads, T-Shirts und Patches, die verschickt werden. Die RSI Anvil und Origin Goliath Mousepads sind fertig und bereit zur Auslieferung und werden ab Montag, dem 18. November, versendet. Ihr werdet eine E-Mail von uns bekommen, wenn euer Mousepad verschickt wurde. Star Citizen und Squadron 42 T-Shirts sowie die Patches sind auch bereit zum Versand und werden ab Montag, dem 18. November, losgeschickt. Wir hoffen, dass euch eure Päckchen bis Weihnachten erreichen werden und natürlich bekommt auch ihr eine Bestätigungsmail, wenn eure Sachen auf die Reise gehen. Es kann sein, dass Mousepads und T-Shirts oder Patches und Mousepads im gleichen Paket verschickt werden. Das muss aber nicht so sein. Aufnäher, T-Shirts oder Patches und Mousepads sollten jedoch zusammen versendet werden. Es gibt noch ein paar T-Shirts, hauptsächlich in kleinen und extra kleinen Größen. Und so haben wir Sandy und Chelsea gebeten, sie für uns zu tragen, damit ihr sehen könnt, dass sie auch von Frauen sehr gut getragen werden können. Die Poloshirts sind noch in der Fertigung, aber es dauert noch ca. 2 Wochen, bis sie fertiggestellt sind. Sobald sie fertig sind, werden wir sie so schnell wie möglich versenden. Auch hier werden wir euch wieder eine Bestätigungs-E-Mail schicken, sobald eure Poloshirts verschickt werden. Es gibt noch einige Poloshirts und wenn ihr wollt, solltet ihr jetzt zugreifen und noch eines bestellen. Diesmal haben wir keinen Tracking- oder Expressversand. Wir haben uns aber eingehend mit dem Thema befasst und hoffen, euch bald das Tracking und die Expresslieferungen als Option zum Auswählen anbieten zu können. Der Expressversand und das Tracking ist natürlich teurer und deshalb haben wir es noch nicht angeboten. Wir versuchen euch etwas anzubieten, was nicht teurer als das Produkt selbst ist. Bitte schreibt keine E-Mails mit Anfragen zum Tracking eures Paketes an den Support. Wir können es selbst nicht verfolgen. Wir arbeiten daran, den Versand zu verbessern und eine rechtzeitige Lieferung eurer bestellten Produkte zu gewährleisten. Wir bedanken uns für eure Geduld, während wir immer effizienter arbeiten werden. So, und jetzt geht's weiter mit dem Teil 9 von The Tales of Kit Crimson. Und das liest die Mera. Bitte, Mera. The Tales of Kit Crimson, Episode 9. Einige Blocks entfernt von der Polizeistation wartete Quell geduldig, während ich in das Schwebefahrzeug einbrach. Es war ein älteres Modell und würde keinen Sprengstoff benötigen, sondern nur gutes, altes Werkzeug. Ich hoffe, das kommt nicht auf die Liste meiner Anklagepunkte, sagte ich und öffnete die Verriegelung. Ich habe mich noch nicht entschieden. Sie hielt Ausschau nach den Schlägern. Ich sage ja nur, das könnte eine Falle sein, sagte ich, während ich an der Zündung arbeitete. Du weißt, das könnte auch schneller gehen, ohne die Handschellen. Jep, das Leben ist ungerecht. 2 Minuten später sprang der Antrieb stotternd an. Quell buchte das billigste Zimmer in der billigsten Absteige. Am Kopfende des Bettes waren noch Flecken von getrocknetem Blut zu sehen. Die Fensterläden waren zugerostet. Es roch nach feuchten und fauligen Gemäuern. Hier würde ich nichts berühren. Du konntest wohl kein besseres Zimmer finden. Eher aus morbider Neugier, denn aus anderen Gründen warf ich einen Blick in das Badezimmer. Ich wurde nicht enttäuscht. Es ist unauffällig. Das gilt auch für sanitären Anlagen. Davon gibt's hier auch genug. Quell aktivierte den Bildschirm an der Wand und suchte, bis sie die Nachrichten fand.
Sie zeigten nur einen Bericht über die kommende Saturball-Saison, weshalb sie zurück zum Schreibtisch ging. Ich wischte etwas Müll von einem Stuhl und zog ihn zu ihr hin. Sie knipste das Licht an und untersuchte die Dienstmarke, welche sie vom Körper des Hulks abgenommen hatte. Für mich sah es ziemlich offiziell aus. Aber nochmals, ich habe es geschafft, sie nicht vom Nahen anschauen zu müssen. Siehst du? Er hat Leute in deinem eigenen Büro. Es ist ein Imitat, sagte sie ohne zu zögern. Sie kratzte an den verschlüsselten Chips, eingelassen in der Dienstmarke, um die Agenten für das Umgehen der Sicherheitsprotokolle zu autorisieren. Es waren nur Aufkleber, und zwar eines von den schlampigen, die ich bisher gesehen habe. Wer das gemacht hat, war wohl etwas in Eile. Also gut, es waren also keine falschen Advocacy-Agenten. Hennigan weiß trotzdem, dass du mich auf diese Station gebracht hast und hat einfach ein paar Schläger ausgestattet, um die Aktion durchzuziehen. Es könnten auch beliebige andere Gangster gewesen sein, mit denen du in der Vergangenheit aneinander geraten bist. Vielleicht jemand mit einem guten Abhörer auf der Gehaltsliste, der Zugang zum Polizeifunk hatte? Sie lehnte sich zurück und schaute mich argwöhnisch an. Überleg doch mal. Hennigan ist im Unterausschuss für Entwicklung und Wachstum. Was bedeutet, dass er planetenweiten Zugang zu aller nicht dokumentierter Arbeit hat? Er hat den nötigen politischen Einfluss, informiert zu sein und die imperialen Ermittlungen zu manipulieren. Das würde erklären, warum Caro so schwer zu fassen war. Ich weiß nicht. Dieses Politiker arbeitet im Verborgenen als kriminelles Genie-Ding scheint mir doch etwas zu weit hergeholt. Ist das nicht ein und dasselbe? Rainer Quell musste tatsächlich lachen. Sie durchsuchte die Datenbank anhand des ID-Fotos des Hulks. Er hatte eine Akte, eine sehr lange sogar. Piraterie, Körperverletzung, Auftragsmord. Er war ein vielseitiger Auftragsgangster. Aber nichts, was ihn mit Hennigan verband. Es war Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Hat dieser Bildschirm eine Rückruffunktion? Fragte ich und zeigte auf den Wandbildschirm. Ich weiß nicht, möglicherweise. Ein besseres Zimmer hätte das. Ich eilte an ihr vorbei zum Bildschirm. Lass das! Sie schaute mich wütend an. Ich rief das SSL Newsfeed Archiv auf, wählte die Berichterstattung zu Hennigans Ansprache aus und suchte Bild für Bild, bis ich Leser Byrne sah. Das ist der Kerl. Er hat den Dealer bei der Anlegestelle umgebracht, der erzählt hat, er könnte gegen Caro aussagen. Quell trat an den Bildschirm heran, um einen besseren Blick auf ihn zu haben. Sie lehnte sich etwas weiter vor, um den Pixelbrei näher betrachten zu können. Die Komprimierung ist zu stark, um eine Identifikation zu kriegen. Sie zog meine Geschichte in Erwägung. Ich konnte nicht sagen, wozu sie neigte, war aber darauf angewiesen, dass es in meine Richtung ging. Ich würde meine Freiheit darauf wetten. Quell schaute mich belustigt an. Ernsthaft? Wenn ich falsch liege, kannst du mich einbuchten. Das war das zweite Mal, dass ich sie zum Lachen brachte. Du würdest mich lassen? Ich hab dich doch schon. Ich ließ die Handschellen fallen. Ich hatte mir den Schlüssel geklaut, als sie an mir vorbeieilte. Ich wollte mir das für später aufsparen. Vielleicht, wenn du mich das nächste Mal im Auto sitzen lässt. Ich entriegelte die Beinfesseln, legte sie auf den Tisch und lehnte mich zurück an die Wand. Quell hatte bereits ihre Pistole auf mich gerichtet. Du gewinnst in jedem Fall. Wenn ich recht habe, wirst du den bekanntesten Dealer des Universums schnappen. Wenn nicht, hast du mich... was sagst du dazu? Quell war für 5 Minuten still. Dann legte sie 2 Regeln fest. Erstens, ich würde keine Waffe bekommen. Zweitens, wenn ich Sichtweite verlassen würde, würde sie dies als einen Fluchtversuch werten, mich finden und erschießen. Jetzt waren wir zurück im gestohlenen Schwebefahrzeug und unterwegs zum SSN News Archiv, um Einsicht in das nicht komprimierte Filmmaterial von Hennigan zu bekommen und Leser Byrne zu identifizieren. Zunächst aber hatte ich einen eigenen Wunsch. Wir gehen zurück zur Polizeistation. Von den meisten Dingen konnte ich mich trennen. Im Kofferraum ihres Wagens lag etwas, bei dem ich das nicht konnte. Quell kam in Sichtweite der Station und verlangsamte das Fahrzeug. Überall war Polizei, die den Schaden aufnahm. Glücklicherweise hatte sie am Häuserblock etwas weiter runtergeparkt. Also liefen wir. Ein paar Polizisten schauten uns an, als wir an ihnen vorbeigingen.
Kannst du mir vielleicht sagen, was so wichtig ist? Zischte sie mich an. Nach allem, was wir wissen, könnten sie noch hier sein, uns beobachten. Du wirst sehen. Wir gingen zum Fahrzeug. Sie ging zum Kofferraum und öffnete ihn. In ihm befand sich die LR-620 und eine meiner Taschen. Ich öffnete die Tasche und holte die Vandul-Klinge heraus. Das erregte ihre Neugier. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Jep. Ich hielt mich an Regel Nummer 1 und hängte es ihr um. Nicht verlieren. Ich dachte, nur die Vandul dürfen sowas besitzen. Jeder andere Spezies würde markiert und gejagt werden. Sie starrte gebannt auf die vorzügliche Handwerkskunst der Metallverarbeitung. Raffiniert, komplex und elegant in ihrer Schlichtheit. Sondergenehmigung. Ich blickte zurück zur Station. Ein Polizist schaute in unsere Richtung. Das musst du mir mal genauer erzählen. Später. Wir sollten fahren. Es ist beeindruckend, was man mit etwas Autorität erreichen kann. Sobald Quell am SSN News Archiv ihren Ausweis vorzeigte, wurde uns jeder Gefallen und Wunsch erfüllt. Ich trank eine fantastische Tasse Tee, während sie nach den originalen Sicherheitskopien der Kameras suchte. Das ist genial. Ich hätte ein Polizist werden sollen, sagte ich und trank den Tee vollends aus. Du hast mich wirklich überzeugt. Bitte. Du würdest es nicht mal durch die Ausbildung schaffen, Quell schmunzelte. Ich habe die Ausbildungsanforderungen der Advocacy gesehen. Ich kann auch joggen. Ich winkte einem der Praktikanten für eine weitere Tasse Tee. Und sie lachte zum dritten Mal. Der extrem förmliche Archivar kam hastig zurück und entschuldigte sich für die Verzögerung. Er führte uns in den Sichtungsraum. Wir suchten durch Stunden vom Videomaterial, bis wir letztendlich zum Moment der Wahrheit kamen. Mit der nicht komprimierten Auflösung konnten wir selbst den Schweiß auf seiner Stirn sehen. Die Identifizierung würde einfach werden. Auf dem Schirm beendete Hennigan seine Rede, ging von der Bühne und verschwand aus dem Bild. Wir sahen uns beide an. Quell ging nochmals zurück und spielte das Bild für Bild ab. Wir kamen wieder zum gleichen Ergebnis. Lisa Byrne war nicht zu sehen. Wir rasten zurück zum Hotel, um die Sachlage zu klären. Irgendwer hat ihn in den Datenstrom eingespielt. Hast du eine Ahnung, wie schwierig das ist? Ich war in Fahrt. Meine Gedanken rasten schneller als das Schwebefahrzeug. Wer auch immer auf den SSN-Datenstrom zugegriffen hat, hat Spuren hinterlassen. Das bedeutet, wir können diese zurückverfolgen und mindestens anfangen, herauszufinden, wer hier die Fäden zieht. Quell dachte gleich weiter. Wie gut sind deine Kenntnisse des Systems? Sicherlich nicht auf dem Niveau, das wir brauchen. Aber ich kenne einen Kerl, den ich kontaktieren könnte. Können wir ihm vertrauen? Naja, er ist kriminell. Also technisch gesehen nein. Aber wir wissen, sie hören die Advocacy ab. Somit haben wir keine große Wahl. Zurück im Motel machte ich ein Treffen mit Rye Benny aus. Er war einer der Besten, wenn es darum ging, Systeme zu knacken, bis er dazu überging, das Gleiche mit Schädeln zu tun. Wie es das Glück so wollte, war er für Schutzgelderpressung in der Gegend und konnte bis zum nächsten Morgen hier sein. »Sieh dir das an«, sagte Quell, als sie die Aufzeichnung über Hulk aus der Polizeistation auf dem Wandbildschirm aufrief. Ich ging die Daten durch. Es sah ziemlich gleich aus. »Ziemlich«. Da war eine Sache dazu gekommen, vergraben in der Chronologie seiner Verbrechen. Die Datei sagte jetzt, dass er im Militär in einer obskuren Einheit diente und unehrenhaft entlassen wurde. Huh, das ist seltsam. Haha, nicht wirklich, sagte Quell mit einem wissenden Lächeln auf ihren Lippen. Sie rief ein weiteres Bild auf und lehnte sich zurück. Wartet, mich zu beeindrucken. Die Einheit, in der er angeblich gedient hatte, war eine der Schutzeinheiten, die einem der neuen Entwicklungssystemen zugeordnet war. Das verband ihn also mit dem Unterausschuss für Entwicklung und Wachstum und damit auch mit Hennigan. Quell sprang wie neubelebt auf und ging zum Bildschirm. Das sind die perfekten Puzzleteile, um zu zeigen, dass Hennigan wirklich Caro ist. Obskur genug, dass jeder Ermittler sich nicht betrogen fühlt oder ein möglicher Killer auf einem Rachefeldzug für die Sklaven. Genau.
Quell drehte sich um und schaute mich an. Sie wollten, dass du anfängst zu suchen und bauten diese Geschichte für dich auf. Aber wer steht an der Spitze davon? Wer will Henning tot sehen? Tja, immerhin wissen wir, wo wir anfangen müssen zu suchen. Wer hegt einen Groll gegen Henning? Sagte sie. Ich schüttelte meinen Kopf. Das war unglaublich. Es schaut so aus, als würdest du die Wette verlieren. Sieht so aus. Wir verbrachten die Nacht im Gespräch über Hennings Leben. Seine politischen Rivalen, seine Kontakte in die Wirtschaft, Unternehmer, die er begangen haben könnte, selbst seine Ex-Frau. Am Ende war die Liste der möglichen Verdächtigen sehr lang. Die Sonne spähte durch die rostigen Rollläden, als es an der Tür klopfte. Ray brummte ein »Alles frei?« Das war ein alter Trick. Klopfen ohne Brummen bedeutet Ärger. Quell ging in Schusslinie der Tür, ihre Hand an der Pistole, nur für den Fall. Ich öffnete die Tür. Ray schlürfte hinein. Er sah aus, als hätte er nicht geschlafen, seit ich ihn zuletzt vor langer Zeit am Kovalex Shipping Hub gesehen hatte. Sobald er Quell sah, griff seine Hand sofort nach seiner Waffe. Ich sprang zwischen sie. Ganz locker, Ray. Sie gehört zu mir. Ich hob meine Hände hoch. Quell machte dasselbe. Was zur Hölle soll das, Eaton? Er schaute sich misstrauisch um. Machst du jetzt mit dem Gesetz gemeinsame Sache? Vertrau mir, wenn du das hörst, sagte ich. Der Teverin begann sich langsam zu entspannen. Wir erklärten es ihm. Alles. Der getarnte Killer, die falsche Fährte für mich, Laserburn und Hennigan, Caro, die Täuschung, einfach alles. Ray hörte zu und schüttelte am Anfang ein paar Mal vor Unglauben seinen Kopf. Gegen Ende hörte er damit auf. Jetzt brauchen wir dich also, damit du herausfindest, wer sich Zugang zum Datenstrom verschafft hat. Verfolg es zurück zum Zugangspunkt oder noch besser zu meinem Namen. Kriegst du das hin? Mischte sich Quell ein. Vielleicht. Ray dachte darüber nach. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Quell setzte ihr System auf und Ray begann mit der Arbeit. Wir setzten uns aufs Bett und warteten. Etwa eine Stunde verging. Ach, der Bericht zu diesem Fall wird ein Albtraum, sagte sie schließlich mit einem Stöhnen. Vielleicht solltest du auf die Seite der Kriminellen wechseln. Sehr wenig Papierkram. Ich werde darüber nachdenken, sie lächelte. Wenige Augenblicke später stand sie auf und ging ins Badezimmer. Hey, Eaton, murmelte Ray, schau mal. Er erhob sich vom Stuhl, sodass ich mich hinsetzen konnte. Ich schaute auf den Bildschirm. Er hatte alle Dateien in einem Ordner zusammengetragen und löschte sie. Ich fühlte kaum, wie die Nadel in meine Haut eindrang. Ein kühles, betäubendes Gefühl breitete sich in mir aus. Mein Körper klappte zusammen, bevor ich reagieren konnte. Ray fing mich auf und legte mich zu Boden. Du konntest wohl nicht einfach weiterspielen, wie der kleine, durchschaubare Rambock, der du bist, flüsterte er mir zu. Ich hörte die Toilettenspülung. Nein. Ray lächelte mich an und zückte eine Pistole. Meine Pistole. Die, die ich an der Anlegestelle verloren hatte. Ich versuchte, mich zu bewegen, zu schreien, irgendwas zu tun. Ray bewegte sich ruhig in Richtung der Badezimmertür. Sie war schnell, viel schneller als Ray. Sie konnte ihn erwischen. Ich musste sie nur irgendwie warnen. Die Tür öffnete sich. Rainer Quell kam sich die Hände trocknend heraus. Nein! Ray schoss ihr in den Hinterkopf. Sie sah es nicht kommen. Ihr Körper blieb für eine Sekunde stehen. Er starrt. Sie fiel auf den dreckigen Teppich, schaute mir genau in die Augen. Ich sah, wie das Leben aus ihr entwich. Ray öffnete die Tür. Laserburn und ein paar andere Gangster kamen herein. Geht sicher, dass sie gefunden wird. Ray gab meine Pistole an einen der Gangster und schaute auf mich herunter. Eaton, es sieht so aus, als ob du gerade einen hochdekorierten Agenten der Advocacy exekutiert hast. Fortsetzung folgt. Danke, Mera. Hat mir wieder sehr gut gefallen und die Geschichte wird ja richtig spannend und ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht. Und jetzt kommen wir zu etwas, was eigentlich nichts mit Star Citizen zu tun hat. Manche von euch werden es kennen. Die Space Knight kommt in einer Neuauflage wieder. Bitte, Mera, erzähl uns was dazu. Ja, gerne. Für alle Nachtschwärmer und solche, die es werden wollen, zeigt der Bayerische Rundfunk, also das Fernsehen,
eine Neuauflage der beliebten Kultsendung Space Night. Sie startet in der Nacht zum Sonnabend, 16.11. um 3 Uhr und soll fast jede Nacht ausgestrahlt werden. Es werden atemberaubende Bilder aus dem Weltall gezeigt, die mit sphärischer Elektromusik untermalt sind. Die Musikstücke werden aus selbst komponierten Stücken von Fans bestehen. Aus diesem Grund bittet man alle Komponisten, ihre Stücke an www.spacenight.de hochzuladen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA und die europäische ESA liefern die atemberaubenden Bilder teilweise sogar in HD-Qualität. Die europäische Südsternwarte, das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie mehrere Universitäten und Institute steuern ihre Ansichten aus dem Weltraum bei. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Sendung anzuschauen und oder seine Musik dazu zur Verfügung zu stellen. Ja, Leute, seht es euch unbedingt an, wenn ihr Nachtschwärmer seid. Ich habe das selbst schon oft gesehen und es sind wirklich geniale Bilder dabei. Und ladet eure Musik hoch. Genau, wenn ihr Komponisten seid, ladet eure Musik hoch. Und jetzt geht's weiter mit dem Wingman's Hunger und der Week in Review. Heute wollen wir mit dem Gewicht von Eric beginnen. Letzte Woche hatte er 212 Pfund und sein aktuelles Gewicht ist 215 Pfund. Oh mein Gott! Eric sagt, dass einige Geburtstagspartys waren und die Pfunde wohl daher stammen. Es gibt immer eine Ausrede. Wie, von Geburtstagspartys kriegt man Pfunde? Nee. Das ist ja ein Ding. Ja, und in Austin waren die Teams diese Woche mit Planung rund um das Hangar-Modul beschäftigt. Es gab viele Meetings und so weiter dazu. Sie haben endlich den Zuschlag für das neue Büro bekommen. In einem kurzen Video zeigt uns Eric Details dazu. Die Planungen für den Umzug gehen in Richtung Mitte bis Ende Dezember. Es gibt wieder einen Neuzugang im Team. Sean Murphy hat als Outsource-Manager angefangen. Eric sagt, dass Chris gerne mit den besten Leuten zusammenarbeitet, um wirklich ein auch visuell sehr beeindruckendes Spiel auf den Markt zu bekommen. Aber die besten Leute müssen nicht immer an einem Ort sein. Sie können in Kiew oder in Deutschland oder wo auch immer sein. Das muss natürlich auch alles gut koordiniert sein. Dann überbringt Eric noch einen Geburtstagsgruß an Heaven's Blade. Happy Birthday! Yo, Happy Birthday, Heaven's Blade! Danach kommen wir gleich zu einem neuen Studio-Update. Diesmal ist Turbulent an der Reihe. Sie sind für das Webinterface des Gilden Clan Management Systems verantwortlich. Dieses System ist ebenfalls modular aufgebaut und sie werden es Stück für Stück releasen. Mit dem ersten Release wird es möglich sein, Mitglieder einzuladen und die Gilde, den Clan, zu organisieren. Und wenn alles sehr gut läuft, kommt da schon ein Gildenchat mit dem ersten Release. Aber das ist noch nicht sicher. Außerdem arbeiten sie auch noch am neuen Pledge Store, der viel mehr Informationen zu den Schiffen und Ausrüstungsgegenständen enthalten wird. Dann wird es nach dem 26. November auch noch Änderungen im Pledge Store geben. Und wir kommen jetzt zum Forum Feedback. Ist es im Dogfight-Modul möglich, alle Schiffe zu spielen oder nur die, die man gepledged hat? Auf diese Frage wollen Rob und Eric nicht antworten, weil sie sagen, dass sich in Kürze The Man himself, Chris Roberts, dazu äußern wird. Na, da sind wir mal gespannt. Ja, mal sehen, was er wieder raushaut. Werden wir Veränderungen im Star Citizen-Universum sehen können, die auf Entdeckungen von anderen Spielern beruhen? Wenn zum Beispiel ein Spieler in einem neu entdeckten System ein unbekanntes Metall findet, wird man es dann später im Schiffs- oder Waffenbau wiederfinden? Ja, sowas in der Art wird es geben. Entdeckungen von Spielern werden in neue Technologien einfließen. Oder ein Spieler entwickelt zum Beispiel eine neue Technologie. Chris legt sehr viel Wert auf solche Einflüsse. Werden die Waffen, die wir im FPS oder beim Entern eines Schiffes einsetzen, auch in Projektil- und Laserwaffen aufgeteilt sein? Wenn ja, haben die Projektilwaffen dann begrenzte Munition und wo kann ich diese Munition unterbringen? Ja, das wird es geben. Es ist ja die gleiche Technologie wie in den Schiffen, nur eben kleiner. Es wird natürlich auch keine unendliche Munition geben.
Und die Munition kannst du in Magazintaschen mit dir herumtragen, damit du deine Waffen nachladen kannst. Und wenn du Laserwaffen hast, dann trägst du eben deine Ersatzbatterien mit dir herum. Wie werden die Spieler von Planet zu Planet fliegen? Werden wir einfach so von Planet zu Planet fliegen oder wird es da Cutscenen ähnlich wie bei den Planetenlandungen geben? Wow, da waren jetzt aber viele Planeten drin. Ja. Ja, ne? 5 an der Zahl. Okay, es ist keine Cutscene wie bei der Landung. Du kannst natürlich auch so zum anderen Planeten fliegen und unterwegs vielleicht Asteroidenfelder oder Schrottplätze im Raum durchsuchen. Aber für Spieler, die schnell von Punkt A nach Punkt B wollen, haben wir eine Autopilot-Funktion, die dein Schiff davor bewahrt, zu schnell irgendwelche Manöver zu fliegen. Es ist so wie eine Art Cruise Control. Ich habe eine Frage zu den Asteroidenhangar. Wird es den nur für Piraten oder auch für normale Citizen, die innerhalb des Gesetzes leben, geben? Ja, es ist so. Es gibt ja nicht nur im Piratenraum Asteroiden. Es gibt sie ja überall. Und wir nennen ja auch den Hangar nicht Piratenhangar, sondern Asteroidenhangar. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird den Asteroidenhangar für alle geben. Kann mein Raumschiff wirklich richtig dreckig werden? Oder wird es automatisch gesäubert, wenn ich auf meinem Planeten lande? Es erzählt ja auch eine Geschichte, wie zum Beispiel, diese Schramme hier stammt von einem Vandulsgeist, der mich beinahe in einem Asteroidenfeld erwischt hätte. Tja, wenn du offroad mit dem Raumschiff unterwegs bist, wird es eben dreckig, ne? Ja, mein Auto wird auch nicht automatisch gesäubert. Genau, nicht automatisch. Können wir mal drüber nachdenken. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ich meinte nicht mich. Das dachte ich mir. Wir haben uns erst diese Woche darüber unterhalten, dass wir solche Kampfschäden permanent auf den Schiff lassen wollen. Wie wird das mit Informationen und Warnungen in Star Citizen funktionieren? Werden die Infos ganz einfach auf dem Radar auftauchen? Oder ist das mehr wie in der Realität, dass du die Signale interpretieren musst? Okay, das mit dem Radar in Star Citizen wird kein Ein- und Ausding werden. Wenn das Objekt zu weit weg ist oder zu klein ist, wirst du ein sehr undeutliches Bild davon haben. Und wenn du näher kommst, kannst du es eben besser erkennen. Es kommt natürlich auch immer auf die Stufe deines Radars an. Je besser das Gerät, desto besser die Reichweite und die Auflösung. Eric, erzähl uns doch bitte mehr über den Soccer Drive vom kleinen Wingman. Es müsste doch schon auf das Ende zugehen und wir könnten ja vielleicht noch ein paar Rekorde brechen. Ja, das Projekt läuft sehr gut. Nicht zuletzt dank euch Fans da draußen. Er ist die Nummer 1 Crowdfunder aller Zeiten. Der Präsident der Organisation sagte, was zur Hölle geht da ab? Alle sind total begeistert. Ihr seid wirklich eine sehr großzügige Community. Mein Sohn und ich danken euch ganz herzlich für die Unterstützung des Wohltätigkeitsprojekts. Ich habe gerade mein Oculus Rift Developer Kit mit der Post erhalten. Und nun frage ich mich, wann wird es die Unterstützung des Rifts in Star Citizen geben? Dein Rift ist schon da? Ja, habe ich dir gar nicht gezeigt. Nee, hast du mir nicht gezeigt. Kriegst du auch nicht. Mal sehen. Das ist eine gute Frage. Viele Leute haben uns schon danach gefragt. Wie könnten wir euch das beantworten? Okay, Eric holt sich seine Nosecam und düst los. Ihr kennt das ja, ne? Und die Antwort darauf ist, dass das Team schon daran arbeitet und es in nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sein wird. Hast du mir auch eins mitbestellt? Nein. Ich wusste es, dass sie Nein sagen wird. Da war es wieder. Da war es wieder, das böse rote Nein. Ja, und das war schon wieder mit dem Wingman's Hangar. Und nun kommen wir zu den lange erwarteten Ankündigungen zum Jubiläumsverkauf der limitierten Schiffe. Wie ihr wisst, gibt es nach dem 26. November 2013 keine LTI mehr. Das gilt auch für Original- und Veteran-Backers. Wir haben die billigeren LTI-Pakete als Belohnung für die Backer, die bis 26. November 2012 die Star Citizen in der ersten Kampagne erst möglich gemacht haben, herausgegeben. Um unser erstes Jahr zu feiern, beginnen wir in der nächsten Woche bis hin zum 26. November jedes der Schiffe und Pakete, die es als limitierte Version gab, noch einmal für kurze Zeit anzubieten. Jeder, der eines der Schiffe möchte, kann sich jetzt schnell noch eines holen. Um jedem die Chance zu geben, das Schiff zu bekommen, an dem er interessiert ist, werden wir euch heute den Zeitplan für den Verkauf geben. Die Schiffe und Pakete werden immer für 24 Stunden von Mitternacht bis Mitternacht BSD erhältlich sein. Als einen speziellen Dank an die wachsende Anzahl unserer neuen Bäcker wird es bei den limitierten Schiffen LTI für alle geben.
Allerdings werden nur die Original- und Bedrambäcker den ursprünglichen Preis für die Schiffe bezahlen. Das bedeutet, dass die neuen Bäcker einen höheren Preis für die limitierten Schiffe bezahlen müssen. Wir machen das, um das Versprechen, dass sie einen Vorteil gegenüber den neuen Bäckern haben, das wir den Originalbäckern gegeben haben, einzuhalten. Die Super Hornet wird nicht mit angeboten, da sie erst vor kurzem angeboten wurde. Montag, 18. November, die Origin M50. Am Dienstag, den 19. November, die Origin 350R und das Lightspeed Baggage. Mittwoch, 20. November, Drake Caterpillar. Am Donnerstag, dem 21. November, die RSI Aurora LX. Freitag, 22. November, Envil Gladiator und Aegis Retaliator. Der Verkauf läuft über das Wochenende. Und am Montag, dem 25. November, Mystic Starfarer. Am 26. November gehen wir mit einem Knall in unser zweites Jahr. Chris Roberts und sein Team wird ab 11 AM PST-Zeit einen vierstündigen Livestream hosten. In diesem Stream werdet ihr die neuesten Informationen zu Star Citizen bekommen und die Möglichkeit haben, dass eure Fragen beantwortet werden. Außerdem werden wir Details zu unseren nächsten Schiffen herausgeben, so wie wir es im ersten Livestream getan haben. Genau wie die anderen Schiffe vorher werden sie zu besonderen Anlässen zum Verkauf stehen. Und einige davon wird es am 26. November zum ersten Mal geben. Außerdem wird wieder eine limitierte Anzahl von Idris P-Korvetten angeboten, damit die Citizen auf der ganzen Welt die Chance haben, ein so seltenes Schiff zu erstehen. Oh ja, das ist sehr selten. Ja. Bitte denkt daran, dass all diese Verkäufe dazu dienen, die Entwicklung des Spiels zu finanzieren und dass das Universum von Star Citizen noch größer und lebendiger wird. Wir reden hier nicht darüber, Profite für Aktionäre zu machen, sondern wollen uns nur darum kümmern, die Best Damn Space Sim Ever zu machen. Und eure großzügige Unterstützung erlaubt uns schon jetzt weit über das, was wir für den ursprünglichen Release geplant hatten, hinauszugehen. Und jetzt kommen wir zu einem FAQ zum Verkauf. Vor dem Verkauf möchten wir noch einige Fragen der Community beantworten. Wie wichtig ist die LTI? Wir wollen nochmals klarstellen, dass die LTI nur eine Bequemlichkeit und kein spielveränderter Faktor ist. Alle Schiffe werden mit einer Versicherung auf den Markt kommen und die Schadensabdeckung bei der LTI und einer Standardhülleversicherung ist genau die gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass ihr die SAI im Spiel immer wieder mit Kredits neu abschließen müsst. Sobald die Police, das variiert im Moment zwischen 3 und 12 Monaten bei den verfügbaren Paketen, abgelaufen ist. Und wenn du eine LTI hast, gibt es keine Ablaufdatum für deine Versicherung. Die Kosten werden sich in einer ähnlichen Höhe wie zum Beispiel heute die Kfz-Versicherung bewegen. Das bedeutet, wenn du ein paar Missionen erfüllt hast, wirst du genug verdient haben, um die Kosten für die Versicherung bezahlen zu können. Also sind die Spieler, die ihre Pakete direkt oder über den grauen Markt entstanden haben, schon etwas besser dran, weil sie ja auch noch die Belohnung zu den verschiedenen Stretch Goals dazu bekommen haben. Werden die Freelancer- und Constellation-Versionen verfügbar sein? Auch zu diesem Thema hatten wir sehr viele Anfragen. Es wird keine verschiedenen Versionen von den Schiffen am 26. zu kaufen geben. Aber wenn wir soweit sind, werden wir die Upgrades im Store anbieten. Wenn du jetzt schon eine Version der beiden Schiffe hast, kannst du sie später upgraden und behältst trotzdem deine LDI. Wir können euch jetzt noch keine genauen Details dazu geben, aber es wird 3 Freelancer und 2 Constellation Versionen geben. Warum bietet ihr die limitierten Schiffe schon wieder an? Wir haben die limitierten Schiffe jetzt schon ein halbes Dutzend Mal angeboten und jedes Mal wird dieses Thema wieder in den Foren diskutiert. Wir sind uns darüber bewusst, dass auf der Original-Kickstarter-Seite stand, dass diese Schiffe nicht wieder verkauft werden würden. Könnten wir diese Seite noch ändern, würden wir jetzt hinzufügen, wir haben einen Fehler gemacht. Fehler, der ziemlich viel Geld einbringt. Ja, das ist ja wieder die andere Geschichte. Das Konzept dahinter war, dass wir bestimmte Schiffe in einer bestimmten Version, Geist und Idris M, in einer limitierten Anzahl verkauft haben und danach nie wieder. Die anderen Schiffe sind nicht in ihren Mengen limitiert, sondern in der Angebotsdauer. Unglücklicherweise haben wir das nicht richtig formuliert
und konnten es auch dadurch nicht ganz verständlich machen. Wir haben das jetzt nachträglich korrigiert, um euch zu verdeutlichen, dass diese Schiffe wirklich nur in einer limitierten Anzahl zur Verfügung standen. Dies ist unsere offizielle Meinung zu diesem Thema. Also macht euch ein Bookmark zu diesem Beitrag für zukünftige Diskussionen im Forum. Darüber hinaus ist unsere Fangemeinde exponentiell mit User angewachsen, die das Spiel als Tankerkapitän, Pirat oder Racer beginnen wollen. Während wir tief in der Schuld unserer Original-Bäcker stehen, möchten wir aber auch allen anderen ihr persönliches Star Citizen-Erlebnis möglich machen. Deshalb werden wir auch weiterhin einige der limitierten Schiffe bei besonderen Anlässen zum Kauf anbieten. Beachtet bitte, dass Schiffe, die es nur in einer bestimmten Menge gibt, danach nie mehr zum Verkauf stehen werden. Vielleicht. Nein, nie. Ja, ja. Wird die Vanduul Skyte oder die Idris M im Angebot sein? Beide Schiffe haben schon einen Platz im Star Citizen-Universum eingenommen. Bei der Vanduul Skyte ist das, weil die UEE sie auf einem Vanduul-Träger erbeutet hatte. Und bei der Idris M wurden überschüssige Bestände aus den UEE-Lagern verkauft. Da dies einmalige Ereignisse waren, werden diese Schiffe auch nicht mehr zu kaufen sein. Aber es wird die Möglichkeit geben, die Idris P mit Aufrüstkits an die militärischen Anforderungen aufzurüsten. Die Upgrade-Kits wird es im fertigen Spiel geben. Warum habt ihr eure Pläne geändert und bietet beim limitierten Schiffsverkauf LTI für alle an? Weil es Geld bringt. Oh. Wir sind nicht damit zufrieden, wie sich der graue Markt für die Star Citizen Schiffe entwickelt hat. Einige User haben seltene Schiffe gehortet und verkaufen sie mit Gewinn an andere weiter. Außerdem häufen sich auch die Meldungen beim Support, dass Spieler beim Erwerben dieser Schiffe betrogen werden. Die Idee hinter der LTI war, die Early-Backer zu belohnen und nicht einigen Tür und Tor zum Betrügen zu öffnen. Wir starten diesen Verkauf, um alle damit zu belohnen und nicht um einigen Usern die Gelegenheit zu geben, ihren Vorrat an seltenen Schiffen wieder aufzustocken. Die neuen Backer müssen etwas mehr für die Schiffe mit LTI bezahlen als die Original- und Veteranen-Backer. Damit belohnen wir die Backer, die schon länger dabei sind, aber geben auch gleichzeitig den neuen Unterstützern eine Möglichkeit, spezielle Schiffe zu kaufen, ohne auf den grauen Markt ausweichen zu müssen. Ja, ich halte es ein bisschen für eine scheinheilige Debatte. Denn CIG verdient ja sehr gut daran. Und würde man den grauen Markt unterbinden wollen, hätte man einfach nur die Gift-Option deaktivieren müssen. Und schon wäre der graue Markt tot gewesen und die Spezialisten wären auf ihren Schiffen sitzen geblieben. Aber nein, das Geldverdienen steht ja im Vordergrund. Ja, aber die gibt es ja immer noch, die ist noch nicht deaktiviert. Nein, die wird auch nicht deaktiviert. Warum sollten sie die deaktivieren? Verdienen sie ja nichts mehr dran. Aber das, ich finde scheinheilig, was sie da vom Stapel lassen. Das stimmt schon. Warum bietet ihr keine LTI auf die normalen Schiffe für neue Bäcker mehr an? Wir haben unseren Early-Bäckern versprochen, dass sie einen Vorteil gegenüber den Leuten haben werden, die später zu Star Citizen gekommen sind. Andererseits gibt es fast doppelt so viele neue Bäcker wie alte und einige von ihnen sind verärgert, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Die limitierten Schiffe mit LTI zu einem höheren Preis für die neuen Bäcker anzubieten, ist ein guter Kompromiss, wie wir finden. Wir sind auch der Meinung, wenn wir das auch auf die Standardschiffe erweitern würden, wäre dann das doch etwas zu viel. Aber die Early-Bäcker sind zufrieden damit, dass die neuen Bäcker LTI zu einem etwas höheren Preis auf dieselben Schiffe bekommen und wir damit wieder mehr Mittel zur Verfügung haben, das Spiel noch besser zu machen. Das war's schon wieder mit unserer Sendung. Von uns für euch gemacht. Euer Interesse ist mal wieder unsere Motivation gewesen. Und nur noch etwas in eigener Sache. Wenn ihr ein Projekt zum Thema Star Citizen habt, stellt es bei uns vor. Habt ihr Lust, bei uns mitzumachen? Habt ihr Ideen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Kritik? Immer her damit. Wir wollen unser Angebot ständig erweitern, also macht einfach mit. Unter der E-Mail-Adresse scnr@web.de könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen. Bis zum nächsten Mal, Sternenbürger. See you in the verse. Hier war wieder euer Star Citizen News Radio. Have a nice day.